Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Heute mit dem Thema, was ich bereits am Freitag angesprochen habe, mein moralisches Dilemma. Los geht's! Dieses Video wird präsentiert von... Ja, Welle 3891. Danke, danke, danke für deine Donation, für deine Unterstützung. Ich finde es so prima. Du hilfst uns hier so sehr beim Wachstum unseres Kanals und an alle anderen, die jetzt da sind und eventuell neu. Lasst ein Abo da, setzt die Glocke, schreibt in die Kommentare und schreibt bitte in die Kommentare, wenn es um das heutige Thema geht. Und zwar moralisches Dilemma. Ich habe am Freitag im letzten Video angesprochen, dass die Abschaffung des Bargelds kommt. Das ist ja seit Jahrzehnten so gewollt, dass das wegkommt wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung und was weiß ich, was die sich alles einfallen lassen als Begründung. Letzten Endes ist es so, dass diese Abschaffung einhergeht mit den digitalen Zentralbankwährungen und die werden auf der Distributed Ledger Technology laufen und darin sind wir ja investiert. Das bedeutet, für mich ist es immer sehr schwierig. Auf der einen Seite investiere ich in die Technologie von morgen, in eine Technologie, die definitiv Anwendung finden wird. Denn die Zentralbanken tun alles drum und dran, dass das so schnell wie möglich eben vonstatten geht. Die Gründe dafür sind auch klar. Inflation, Überschuldung der kompletten Welt etc. Und da muss man natürlich dann Einfluss haben. Also wir investieren da rein. Auch Firmen, Unternehmen, Banken, alle investieren in die Blockchain-Technologie. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass diese Technologie dann angewendet wird, um eben das Bargeld abzuschaffen und mir meine Freiheit zu nehmen, beziehungsweise denen noch mehr Kontrollmöglichkeiten in die Hand zu reichen, um uns weiter unter Kontrolle zu haben oder uns zu überwachen oder man kann es nennen, wie man es möchte. Es ist definitiv Beschneidung von Freiheit, von individueller, persönlicher Freiheit. Aber ich investiere da rein. Was heißt das jetzt? Ich unterstütze die Politik und unsere Wirtschafts- und Währungs- und Volksführer damit, mich zu beschneiden. Investiere ich genau da rein? Da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Also bitte schreibt in die Kommentare, wie es euch dabei geht. Denn das sind so Dinge, die keiner von uns will. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, wo wir persönlich, wir alle einzelnen Individuen bleiben. Und wir investieren in diese Technologie, um eben gute Gewinne mitzunehmen, denn die Kurse werden steigen. Der nächste Bullrun kommt. Wann er kommt, wissen wir nicht. Nächstes Jahr zum Halving im April oder dann vielleicht erst im Herbst 2024. Aber er wird kommen und dann werden wir gute Gewinne machen. Mit gleichzeitiger Beschneidung unserer Freiheit. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja echt nicht so einfach. Schreibt mir da bitte rein. Ich hätte da gerne Feedback von euch. Ich sage euch auch gleich meine persönliche Meinung. Da könnt ihr auch reinschreiben, Dito. Geht auch. Ich sehe das so. Ich persönlich kann die Entwicklung von all dem kann ich nicht stoppen. Ich kann es auch nicht verhindern. Aber ich kann halt, indem ich da rein investiere, ein bisschen mehr aus meinem Geld machen. Ja, und auch da immer wieder der Aufruf, Leute, investiert nie mehr, als dass ihr bereit seid, auch zu verlieren. Denn nicht jede Blockchain-Technologie, nicht jedes Projekt wird den jetzigen Bärenmarkt überleben. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Das ist nämlich auch noch so ein zweites moralisches Dilemma, das ich teilweise habe. Es gibt sehr viele YouTuber draußen und wir sind hier eine Community, aber ich weiß auch und ich kriege mit, dass da unglaublich viel Werbung gemacht wird für was auch immer. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich sage immer, investiert in legit Projekte. Investiert da rein, wo ihr nachvollziehen könnt, dass diese Technologie, dieses Projekt, dieses Krypto auch Anwendung finden wird und Probleme löst. Geht nicht, also ich investiere in keinen ICO, in keinen Coin, der jetzt mal frisch kommt und dann gibt es Pre-Sale-Phasen und dann gibt es etc. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich greife da auch wirklich niemanden an. Keinen YouTuber, nix. Aber ich weiß, dass da sehr, sehr viel Geld bezahlt wird. Und ich verzichte lieber auf das Geld und sage, meine Community, meine Leute, die ziehe ich nicht in irgendwas rein, nur weil ich hier 5.000 oder 10.000 Euro bekomme
Und die investieren da jetzt richtig Geld rein, weil ich das völlig hier, es geht durch die Decke. Und ihr verliert dann Geld, weil nach der Veröffentlichung so wupp, ja, und dann knallt das Ding nach unten. Da gibt es einfach nur genug Beispiele dafür. Also passt da bitte, bitte auf. Macht euren eigenen Research. Informiert euch. Nicht nur bei mir, um Gottes Willen, geht auch bei anderen. Wenn ihr mich unterstützen wollt und ihr sagt, okay, Blockchain-Technologie, 10, 20 Euro im Monat, irgendwie kann ich vielleicht ein bisschen was draus machen. Geht runter in die Textbeschreibung. Das sind die Affiliate-Links zu Vex Global und Bitwavo. Sind Partner von mir, da bin ich verpartnert. Da kriege ich halt, ich kriege Provision, wenn ihr dann zahlt, aber die kommen aus den Gebühren. Das ist alles. Ihr zahlt nicht mehr. Also ihr zahlt hier keine 10% mehr Gebühren, nur weil ihr meinen Affiliate-Link benutzt, um dort auf die Homepage zu kommen. Auch die Sicherung eurer Kryptos, not my keys, not my coins, auch in der erster Kommentar immer unter den Videos ist der Affiliate-Link zu Ledger. Das sind meine zwei Dinge, die mich ein bisschen umtreiben. Zum einen natürlich investiere ich jetzt in etwas, was mich beschneiden wird. Auf der anderen Seite möchte ich darauf hinweisen, dass man nicht wirklich jedem Ruf folgt. Wir sind YouTuber, ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Community. Und nur etwas zu bewerben, weil ich da viel Geld bekomme, finde ich, ist nicht mein Ding. Okay, es ist einfach nicht mein Ding. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, ich mache keine Werbung für ICOs, das tue ich einfach nicht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, die Affiliate-Links, ansonsten Donations oder so, ich finde es immer wieder ganz toll für euch. Ihr wisst, dass wir, die Präsentation der Videos kommen nicht von irgendwelchen Partnern, die kommen von euch. Also danke hierfür nochmal, auch an Welle. Ja, das war's jetzt mal von mir. Also ihr kennt mich mittlerweile ein bisschen. Die mich noch nicht kennen, werden mich kennenlernen. Setzt ein Abo. Treibt mich um. Treibt mich wirklich um. Die Investition gerade in eine Technologie. Auf der anderen Seite natürlich Beschneidung, Freiheit. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, am Freitag, hier ist der Link. Ich wünsche euch von Herzen, werdet Zeit, bleibt gesund. Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Aber da müssen wir durch. Und das wirklich mit einer guten Konstitution. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Freunde. Hi, ihr seid noch da. Danke dafür. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal oder guckt mal in dieses Video. Da seht ihr dann noch mehr von uns und unserem Content. Bis bald.